Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Germania Magna Podcast. Ich weiß gar nicht, wievielte Folge es mittlerweile ist. Es ist im Grunde aber auch egal, denn heute geht es ja mal wieder vor allem um das Thema, über das ich sprechen möchte, das ich mir ausgesucht habe und im Wesentlichen wieder eine Kartenvorstellung ist. Allerdings auch so ein bisschen mit einer persönlichen Anekdote, die ich heute mal zum Besten geben möchte, verbunden ist. Und ganz generell auch ein bisschen mit dem letzten Video, das ich auf meinem Hauptkanal, nämlich über die deutschen Stämme, hochgeladen habe, in Verbindung steht. Und dieses Thema wird hauptsächlich ein linguistisches sein, aber auch dahingehend wieder ein bisschen ein künstlerisches, als dass ich eben eine Karte zeige, die ich gemacht habe. Aber bevor wir uns jetzt wieder in Vorreden verlieren, schauen wir uns doch einfach an, worum es geht. Wir möchten heute nämlich über die Entwicklung der fränkischen und thüringischen Mundartengrenze in Südthüringen und Nordfranken sowie auch Westsachsen sprechen. Warum habe ich mir dieses Thema ausgesucht? Nun, ihr wisst es vielleicht, an der einen oder anderen Stelle kann man es sicher auch hören. Ich bin selbst Thüringer und habe dementsprechend eine gewisse Verbindung zu dieser Region. Meine Wurzeln liegen im südostthüringischen Raum, also aus dem Grenzgebiet zwischen der fränkischen und der thüringischen Mundart. Und ganz generell ist es auch für einige Diskussionen, die so in den letzten Jahren stattfinden, ob der fränkischen Landkreise, von denen sich manche vielleicht, wenngleich das nicht mehrheitsfähig ist, unabhängig machen wollen oder Teil von Bayern werden wollen, ein ganz interessantes Thema, das wir mal anschneiden können und hier dementsprechend auch seinen Platz haben sollte. Aber beginnen wir doch mal damit, was ich ja gerne erzählen möchte und auch anekdotische Evidenz hierbei ist. Ich bin in Südthüringen gewesen, in Mitteltüringen, das ist der Raum gewesen, etwas nördlich von Coburg, und bin dort in der Stadt unterwegs gewesen. Ja, ich werde jetzt mal den Namen außen vor lassen, aber ich bin da unterwegs gewesen und habe mich da unter anderem mit Leuten mal unterhalten, und es war schon beeindruckend, weil man hat zuweilen nicht wirklich so richtig erkennen können, ob die Mundart jetzt klar fränkisch oder thüringisch ist. Um das mal ins Verhältnis zu setzen, ich komme zum Beispiel aus Ostthüringen. Ja, das heißt, da sind die Leute so richtige Ossis, da könnt ihr schon, ne, versteht, was ich meine. Habe aber auch Verwandte aus Franken. Also, die sind eigentlich Thüringer, aber eben nach der Wende nach Franken gegangen, und dementsprechend bin ich auch schon mal in Franken gewesen und weiß in etwa, wie die Leute dort sprechen. Und konsumiere darüber hinaus auch die Videos von einem gewissen mittelfränkischen YouTuber. Das ist aber eine andere Sache. Auf jeden Fall soll das eben zeigen, ich weiß, wie zum einen Thüringisch klingt, zum anderen aber auch dieses, ja, Fränkische. Und als ich da unterwegs gewesen bin, habe ich zuweilen wirklich nicht so klar sagen können, sprechen die jetzt Fränkisch oder Thüringisch. Und das ist so der Ausgangspunkt für die Beschäftigung damit gewesen, wo fängt jetzt das Fränkische an, wo hört das Thüringische auf und welche Gründe gibt es dafür, dass bestimmte Mundarten in dieser Region so sind, wie sie sind, dass sie an anderen Ecken nicht so sind, und welche Einflussgebiete gibt es denn über diese bloßen Mundarten hinaus auch noch? Und ich habe mich angefangen, damit zu beschäftigen. Das ist nicht so einfach, ja. Gerade weil es dann doch noch ein bisschen detaillierter ist, als man auf den ersten Blick glaubt. Was habe ich also zuerst gemacht? Ich habe grob geguckt, wo denn in etwa die Mundartengrenze verläuft, und habe dann dementsprechend da etwas weiterführende Recherchen angestellt. Was ich in den allermeisten Fällen gefunden habe und in der Regel auch das erste ist, was man dazu finden wird, ist, dass der Hauptkamm des Thüringer Waldes und des Schiefergebirges im Wesentlichen der Grund dafür ist, dass eben so eine Scheide zwischen der thüringischen und der fränkischen Mundart vorhanden ist. Das bedeutet, auf dem Hauptkamm von dem Thüringer Wald und dem Schiefergebirge verläuft zugleich die Mundartengrenze. Und darüber hinaus, das ist so ein bisschen Nebenevidenz, auch der sogenannte Rennsteig oder Rennweg, je nachdem, wie man es nennen möchte. Der Franke nennt ihn, glaube ich, Rennweg, der Thüringer Rennsteig. Ist aber, wie gesagt, so eine Sache Wortklauberei im Endeffekt. Ja, und das ist ja so gesehen relativ einleuchtend, wenn man sich die historischen Gegebenheiten anschaut, sich anguckt, welche Dynamiken also gewirkt haben, die zur Entstehung der Mundarten beigetragen haben. Ich habe da auch ein bisschen mehr in meinem letzten Video auf dem Hauptkanal drüber gesprochen. Wer will, kann sich das also anschauen, wenn das noch nicht hat. Aber es kann tatsächlich noch ein ganzes Stück detaillierter sein. Das bedeutet, es ist nicht so schwarz und weiß, dass man sagen kann, Hauptkamm vom Thüringer Wald und Schiefergebirge, nördlich davon thüringisch, südlich davon fränkisch. Nein,
Es gibt nämlich immer wieder Gemeinden und Ortschaften, die jenseits von diesen Kämmen liegen, aber trotzdem merkliche thüringische oder fränkische Einschläge haben. Ich habe mir überlegt, dass ich generell mal das so ein bisschen verdeutliche, hier an der Karte, wo wir jetzt sozusagen den Ausschnitt mit dem Rennsteig einmal haben, damit, dass ich ja mal einen Blick auf diese Gebiete, die recht zentral gelegen sind, werfen möchte. Man hat nämlich ganz klar den Rennsteig, der verläuft ebenso in diesen Gebieten, die der Thüringer Wald sind. Und nördlich davon fängt eigentlich in den meisten Fällen recht eindeutig das Thüringische an. Und südlich davon hat man aber eine größere Fähre, ja, eine größere Fläche, die fränkischsprachig ist, aber starke thüringische Einschläge hat. Und das ist auch das, was ich damals sozusagen, wovon ich Zeuge geworden bin, als ich in Südthüringen bzw. in diesen fränkischen Teil Thüringens unterwegs gewesen bin. Aber was sind denn diese Einschläge? Und das kann tatsächlich ganz unterschiedlich sein. Eine der typischsten Sachen ist aber, dass wohl in diesen nördlichen Teilen Frankens und auch hier in den entsprechend heller markierten Gebieten bestimmte Formen der Aussprache recht thüringisch sind. Ja? Um es vielleicht mal so zu sagen, die thüringische Mundart ist in vielerlei Hinsicht die Basis für unser heutiges Deutsch. Das hat damit zu tun, dass Martin Luther hauptsächlich aus seiner thüringischen Mundart, aus seinem thüringischen Dialekt hinaus die Bibel übersetzt hat und dementsprechend hat das Thüringische also einen relativ guten Stand, dahingehend, als dass es eben recht verwandt ist mit dem klassischen Deutsch, ja, und dementsprechend, ja, eben an der einen oder anderen Stelle den Vorteil hat, dass es eben aufgrund dieser Verwandtschaft weniger schwer verdrängt werden kann. Etwas, das beispielsweise das, was man so klassisch Thüringisch oder Obersächsisch nennen würde, ist ja streng genommen eine Mundart, ja, nennen würde, ausmacht, ist zum Beispiel, dass bestimmte Wörter oder je nachdem, in welchem Rahmen diese Wörter verwendet werden, so ein bisschen, ich sage mal, hingeschludert werden. Das ist nichts, was ich herabwürdigend meine. Ich schätze diese Mundart sehr. Das ist die Mundart Luthers, das ist die Mundart von Bach, das ist die Mundart, die die Ahnen von Goethe gesprochen haben. Aber das ist halt trotzdem so ein Teil der Realität. Also das heißt, der Thüringer neigt dazu, Sachen verkürzt auszusprechen. Beispielsweise sind wir mal weg, oder da seht ihr das schon, sind wir mal weg, sagst du, sind wir mal weg. Ist eben so eine Verkürzung von diesem eigentlich Hochdeutschen, was an dieser Stelle die thüringische Mundart auszeichnen kann. Und das ist sowas, das man sich relativ leicht, denke ich mal, angewöhnt. Ich zum Beispiel habe, wie gesagt, meine Wurzeln in Thüringen, bin aber ursprünglich in Frankfurt geboren und dort auch lange Zeit aufgewachsen, dann nach Thüringen zurückgekommen. Und ich habe mir innerhalb von Ruckzuck, wie auch viele andere Verwandte von mir, dieses, ja, sind wir mal weg, wieder angewöhnt. Also dieses verkürzte Aussprechen, das so etwas schnell ist und dementsprechend eben auch eine Vereinfachung von dem Hochdeutschen darstellt, was eben so die thüringische Mundart ein Stück weit einfängt und auch charakteristisch dafür ist. Es ist im Übrigen auch einer der Gründe dafür, dass Thüringisch und Sächsisch, wie man das ja auch gerne nennt, also Sächsisch in Sachsen, Thüringisch in Thüringen, ist aber streng genommen eine Mundart, sich relativ gut halten. Also währenddem beispielsweise das Schwäbische so eine Mundart ist, die langsam stirbt, ja, selbes gilt für das Alemannische oder das Rheinische, halten sich das Thüringische und Sächsische eben gut, weil sie im Endeffekt so eine Vereinfachung davon sind. Und wenn man eben Kontakt dazu hat, dann passiert es schnell, dass man sowas mit übernimmt. Und dementsprechend sind auch diese Gebiete in Franken, in denen sozusagen ein Einfluss vom Thüringischen besteht, sehr schnell dabei gewesen, wahrscheinlich historisch, dass sie das übernommen haben und ja, dann eben diese Form des Einflusses in ihrer Sprache wiederfinden. Andere Sachen, die zum Beispiel recht typisch für das Fränkische sind, also bestimmte Wörter, beispielsweise nett statt nicht, sagen die dann trotzdem, aber die haben dann eben noch diese verkürzte Aussprache zum Beispiel mit drin, was eben dafür sorgt, dass diese Einflussgebiete sehr weit in den Süden reichen vom Thüringischen. Ja, und etwas, das das Ganze nochmal so ein bisschen zu einem Extremlevel treibt, ich habe das jetzt hier nicht mit auf der Karte oder beziehungsweise nur ganz oben links am Rand, RP steht da, das ist das sogenannte Rhöner Blatt. Ja? Und das Rhöner Blatt ist sehr interessant, weil das tatsächlich so eine Mischmundart aus Hessisch, Thüringisch und Fränkisch ist. Und da kann man linguistisch wohl gar nicht so klar sagen, wo man das zuordnen würde. Mal wird zum Thüringischen zugeordnet,
mal zum Hessischen, mal zum Fränkischen. Es hat aber Prägungen von alledem. Und wer die Leute da schon mal sprechen gehört hat, so ein bisschen in der Mundart und sich auch mit den umliegenden Mundarten auskennt, wie ich mir das attestieren würde, eben weil ich sowohl zu Hessen ein Stück weit den Bezug habe, Franken und Thüringen, wird mitkriegen, dass da eben so alles so ein bisschen zusammenfließt. Und das ist zum Beispiel recht beeindruckend, das Grüner Blatt, wie gesagt. Ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher, sogar der Simplicissimus Deutsch ist zum Teil in diesem Grüner Blatt geschrieben, aber das kann ich jetzt nicht sicher sagen. Aber auch in schriftlicher Form glaube ich, es da mal erkannt zu haben. Wobei das, wie gesagt, in Klammern aus dem Grund, ich bin mir nicht sicher. Jo, und man kann sich also relativ schnell vorstellen, dass solche Einflüsse, wie sie hier vom Thüringischen beschrieben wurden, in das Fränkische reingetragen worden sind und dementsprechend auch ein sehr großes Einflussgebiet von der thüringischen Mundart bis nach Franken rein, beziehungsweise Thüringisch-Franken rein besteht. Aber eben auch im Norden, diese Teile oberhalb von Coburg, da kann man sowas auch finden. Genau, und dann gibt es im Gegenzug aber auch noch jenseits, also nördlich dieses Hauptkammes des Rennweges, des Thüringer Waldes, gewisse fränkische Einflüsse. Und die sind vor allem im Osten relativ stark vertreten. Ja, hier in der Ecke ist es jetzt zu sehen, so dieses Gebiet, das so im Vogtland liegt, also so in Westsachsen, im Südosten Thüringens. Da gibt es beispielsweise das sogenannte Sorbenfränkisch. Und da sieht man, dass da das Fränkische dann doch ziemlich weit auch nach Norden hinein das Thüringische beeinflusst, nämlich überall da, wo das sogenannte Sorbenfränkisch gesprochen wird. Jetzt ist das Wort Sorbenfränkisch an sich schon ein etwas verwirrender Ausdruck, der aber dahingehend erklärt werden kann, als dass hier auch wieder so eine starke Mischung stattgefunden hat von Fränkisch und Thüringisch, dass man historisch sogar angenommen hat, dass dieses Gebiet, wo das Sorbenfränkische gesprochen wurde, eigentlich ein fränkisches Sprachgebiet ist. Deswegen wird es auch Sorbenfränkisch genannt. Es gibt auch einige andere Namen, die man dafür hat. Elsterfränkisch zum Beispiel, ja, oder Südostthüringisch, was so ein bisschen auch das ist, wie man es heute nennt. Aber eben da gibt es solche Unterschiede, beziehungsweise solche fränkischen Einflüsse. Insgesamt ist es linguistisch aber, wie gesagt, näher am Thüringischen dran. Auf früheren Karten, die diese Dialekte dargestellt haben, wurde es aber trotzdem, gerade wenn wir so um das Jahr 1900 schauen, auch sehr oft als fränkisches Sprachgebiet dargestellt. Aber was macht denn das jetzt so fränkisch, dass man da diese Einflüsse nachvollziehen kann, die schlussendlich zu dieser Idee, Vorstellung beigetragen haben, dass das eigentlich fränkisch ist? Und da sind wir dann schon an der richtigen Stelle angelangt und das wäre sozusagen auch schon die richtige Frage, die hier zu stellen ist. Und zwar ist es hier nicht eine bestimmte Form der Aussprache, die in das thüringische Sprachgebiet reingetragen wurde, sondern es sind tatsächlich Einzelwörter. Ich habe das vorhin schon aufgezeigt. Das heißt, die Franken sagen zum Beispiel nett statt nicht. Und das ist sowas, was im Thüringischen eigentlich ja relativ untypisch ist, weil es nicht wirklich vertreten ist. Aber eben in diesen Gebieten, wo man Sorbenfränkisch spricht, da wird dann beispielsweise nett statt nicht gesagt. Und das ist historisch so ein Grund dafür gewesen, dass man gesagt hat, das ist fränkisch. Noch ein bisschen kurioser wird das Ganze dann, wenn wir uns das Vogtland anschauen, weil im Vogtland haben wir so eine ganz starke Mischung, so eine ganz starke Mischung aus dieser thüringisch-obersächsischen Mundart, also in diesem Fall Südostthüringisch bzw. Westerzgebirgisch, was da streng genommen auch mit reinzählt, und die im Fränkischen. Und da sagt man halt zuweilen auch, also je nachdem, was man sich anguckt, mal heißt es, das ist Thüringisch, Obersächsisch, was dort gesprochen wird, und mal heißt es, das ist Fränkisch, was dort gesprochen wird. Ich habe es jetzt auf dieser Karte als gemischtes Gebiet dargestellt. Ich denke, damit werde ich dem insgesamt relativ gerecht. Allerdings auch hier die linguistischen Prozesse, die da wirken müssen, etwas höchst Interessantes. Ja, im Fall des Vogtlandes muss sogar dazu gesagt sein, dass ein wesentlicher Grund für diese Sprachmischung tatsächlich der Dreißigjährige Krieg sein könnte. Denn im Dreißigjährigen Krieg hat das Vogtland lange Zeit versucht, neutral zu bleiben. Ja, die Vögte wollten nicht, dass ihr Land verheert wird, nicht, dass es zerstört wird, haben es aber langfristig nicht geschafft. Die Söldnerheere sind durchgezogen und das Vogtland ist einer der Teile Deutschlands gewesen, den es am Ende ironischerweise mit am schlimmsten getroffen hat, dieser Dreißigjährige Krieg. Und dementsprechend hat eine Neubesiedlung stattgefunden. Und die hat sowohl von den nördlicheren Gebieten als auch von den südlicheren Gebieten stattgefunden.
und dementsprechend sowohl aus diesem alten Thüringisch wie auch diesem alten Fränkisch gezerrt, ja, genährt, sich genährt. Und das ist dann eben das Resultat, diese Mischmundart im Vogtland. Das ist aber nur ein Faktor, es gibt auch andere Faktoren, dazu kommen wir später noch. Einer von ihnen ist aber auch, dass es eben ein deutlich flacheres Gebiet ist. Flach in Anführungszeichen, es ist natürlich nach wie vor so angehendes Mittelgebirgsland, allerdings eben nicht mehr so harsch wie der Thüringer Wald oder das Schiefergebirge. Und dementsprechend kann man sich auch vorstellen, dass da mehr Austausch über diese Täler hinweg stattgefunden hat, die dort gelegen sind. Genau, und das würde uns jetzt schon zum nächsten bzw. dritten Faktor im Wesentlichen bringen, der die Beeinflussung von so etwas bedeuten konnte. Und das ist die Zugehörigkeit zu dem Bundesland bzw. auch der Nation. Ja? Und das meine ich gar nicht mal in so einem Sinne, der jetzt sich auf die historischen Staaten bezieht. Also ich beziehe mich jetzt nicht auf die ganzen Kleinstaaten, die thüringischen Kleinstaaten, die in der Region mal gewesen waren, thüringisch-sächsischen Kleinstaaten, sondern ich beziehe mich dabei auf ganz praktisch Ost- und Westdeutschland, also die Bundesrepublik Deutschland und die DDR. Denn während der DDR-Zeit sind diese Gebiete im fränkischen Sprachraum hennebergisch, itzgründisch, vogtländisch, fränkische Sprachgebiete, Teil von diesem ostdeutschen Staat gewesen, der eben eine recht harte Grenze hatte. Recht hart ist vielleicht ein bisschen untertrieben. Wir wissen, was passiert ist, wenn man die längste Zeit versucht hat, über diese Grenze drüber zu gehen. Das konnte auch mit dem Tod enden. Es hat aber auch innerhalb von diesem Staat Bewegungen gegeben. Die Mobilität ist in der Folge höher gewesen, als sie das früher war. Und gerade so im Raum Suhl, also Südostthüringen, gab es beispielsweise bedeutende Industrien. Dementsprechend sind auch viele Leute aus dem thüringischen Raum dorthin gezogen und haben da nochmal zusätzlich so ein bisschen thüringisch in diesen fränkischen Raum eingetragen, dass sich so ein Stück weit verfestigt hat, weil es in der Region eben auch viele Leute gibt. Das ist auch so eine Sache, die gerne so von diesen fränkischen Regionalisten unterschlagen wird, die halt ja faktisch so die letzten 20, 30, 40, 50 Jahre aus den nördlicheren Teilen Thüringens gekommen sind und sich dort niedergelassen haben. Genau, das ist im Wesentlichen auch schon das, was es zu dieser fränkisch-thüringischen Mundartengrenze zu sagen gibt. Es gibt sicherlich noch viele andere kleine Sachen, die man ansprechen kann. Ich wollte sie jetzt hier allerdings mal zusammenfassend wiedergegeben haben. Und bevor wir jetzt Schluss mit dieser lustigen kleinen Folge machen, habe ich mir gedacht, schauen wir nochmal unten rechts in die Ecke rein. Und da sehen wir tatsächlich sowas Blaues. Ja? Bad Brambach, so eine winzige kleine Ecke, die da unten in Sachsen ist, selbst in Bayern. Und das ist tatsächlich die bayerische Mundart. Und die hat sich historisch wirklich bis dort oben hin erstreckt und vorgeschoben gehabt. Dann allerdings in der Folge des Zweiten Weltkrieges ist es dazu gekommen, dass die Ostgebiete verloren gegangen sind, die Sudetendeutschen vertrieben und ermordet wurden und dementsprechend diese kleine Sprachinsel im äußersten Südwesten Sachsens heute etwas komplett Isoliertes ist von der bayerischen Mundart, die ja vom Rest des bayerischen Sprachraums abgedrängt wurde. Die genaue Variation des Bayerischen, die dort gesprochen wurde, beziehungsweise wird, ist das Oberpfälzische, ja, und das ist halt auch so ein bisschen gerade in der Region sowas eine bedrohte Mundart. Aus dem Grund, dass dementsprechend des ja, Erzgebirges natürlich viele Thüringer, also beziehungsweise Sachsen dort einwandern, diese thüringisch-obersächsische Mundart eintragen. Und es, so bedauerlich wie es ist denkbar, dass dieses Oberpfälzische dort in dieser winzigen Enklave Bad Brambach so in den nächsten, sagen wir mal, Jahrzehnten aussterben könnte. Jo, enden wir diesmal auf einer etwas traurigen Note für das Bayerische, eine wunderschön für das Thüringische. Spaß beiseite. Aber ich denke, es ist im Wesentlichen alles gesagt worden. Ne? Man kann eventuell noch anmerken, dass dieser Prozess dessen, dass solche kleineren Sprachgebiete, beispielsweise vom Thüringischen in Franken, dass die verdrängt werden, natürlich auch in diesen Gebieten nachgewiesen werden kann, so rum. Beispielsweise
Ludwigsstadt ist ja so eine winzige Enklave, mehr oder weniger, so eine winzige Ecke da oben im, ja, Nordosten Frankens drin. Und da macht sich das Fränkische wohl auch zunehmend breit, wobei ich dazu jetzt nichts Genaues gefunden habe. Und in meinetwegen Orten wie Nordhalben spricht man wahrscheinlich sowieso schon so eine Art Mischmundart. Wobei ich, wie gesagt, jetzt nicht spezifisch für den Ort Nordhalben irgendwas gefunden habe. Man muss auch bedenken, diese Gebiete sind recht dünn besiedelt. Das heißt, da ist viel Wald im Spiel und ja, es ist also sozusagen nicht immer eins zu eins ziehbar, diese Sprachgrenze. Na gut, wir haben jetzt, denke ich, wieder so eine, ja, Drittelstunde gesprochen, 20 Minuten. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zuhören, fürs Zusehen gegebenenfalls auch, wobei es diesmal ja nicht viel zu sehen gab. Die Grafik stand weitestgehend still, nehme ich an. Und ich würde mich natürlich wie immer freuen, wenn wir uns auch im nächsten Podcast wiedersehen. Genau, ansonsten werde ich noch ein paar mehr Podcasts aufnehmen, wie gesagt. Die werden demnächst kommen, aber es wird auch bald wieder einen Wanderwahnsinn geben. Okay, dann dementsprechend bis demnächst und schaut auch auf dem Hauptkanal vorbei. Link zu der Karte ist wie immer in der Beschreibung. Bis dann.